Hi Leute und was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich heiße Jomaro und ich begrüße euch zu meinem Skinpack Mates. Ja, schön auf jeden Fall, dass ihr alle gekommen seid. Ich zeige euch heute ein bisschen was zu den neuen Skins vom Jomaro Pack. Hier haben wir den wundercuten Insektensohn neu. Also eine Neuauflage des normalen Insektensohns. Also wenn ihr sozusagen diesen Skin hier haben wollt, so einfach nur als Insekt, dann ist das hier vielleicht eure Wahl. Dann gehen wir auch direkt mal zu diesem tollen Skin hier rüber. Wir gehen auf jeden Fall zu dem lieben Tiger-Skin. Dieser Tiger-Skin ist mega sick. Mein absoluter Favoriten-Skin. Das ist Jomaro-Insekt sozusagen. Jomaro-Insekt und es ist total cool. Tiger sozusagen. Ist richtig toll geworden. Allein auch die Brust, die so ein bisschen herzförmig ist, total sick. Gut, wir haben hier zwei wunderbare Exemplare. Einmal Insektentochter Hemd, gibt's auch als Insektensohn. Und Insektensohn Bauer gibt es natürlich auch als Insektentochter mit schön, wer kennt's nicht, Latzhose und so weiter. Und auch richtig cool, auch alleine die Haare hier, wie lang die ganzen Haare sind, alles cool. Und ist auf jeden Fall wirklich sick geworden. Hier haben wir natürlich auch nochmal den lieben Tiger als weiblich. Seht ihr dann auch super, ein bisschen überlappend. Und ja, kommen wir weiter zu einem wunderschönen Exemplar eines Zombie-Insekts. Es gibt ja viele Leute, die sagen zu mir, ich sehe aus wie ein Zombie. Und jetzt haben wir den Witz einfach mal aufgegriffen und haben jetzt hier so ein Halb-Insekt, Halb-Mensch gemacht. Aber Zombie-Mensch. Dieser Mensch wurde auf der einen Seite gebissen und ist jetzt ein Zombie. Aber weil er Insekt ist, ist er natürlich auch noch ein halbes Insekt, blutet da oben nochmal ein bisschen ganz schön. Auf jeden Fall mega cool geworden. Richtig cool. Man sieht ein bisschen Gerippe. Total toll. So, hier haben wir eine Gestalt. Nein, Quatsch. Natürlich auch legitim ein Derp. Wer kennt die nicht? Ist natürlich nicht böse gemeint, sondern einfach nur ganz cool. Wer auch sowas cool findet und auch sowas Lust hat, kann auch als Derp rumlaufen und einfach mal hier ein bisschen sozusagen für Furore sorgen auf den Survival Games Servern. Oder auf anderen Servern. So, wen habe ich denn noch vergessen? Habe ich hier noch jemanden vergessen, Leute? Ich glaube nicht. Außer meine eigene Wenigkeit. Ich bin Insektentochter Schneemann. Wer Minecraft Snow bei mir verfolgt hat, weiß, dass ich einen Insektensohn als Schneemann hatte. Und zwar einfach einen Jomaro-Skin, der in Schneemann war. Und das gibt es jetzt nochmal neu. Neu aufgelegt als Schneemann, als Insektentochter und Insektensohn. Mit einer sehr, sehr aufgeschwollenen Nase. Denn, wie ihr alle wisst, ist man ja irgendwann mal erfroren und dafür gibt es dann sozusagen die Möglichkeit, das Ganze zu haben. So, es gibt noch einen Secret Skin. Diesen Secret Skin habt ihr nicht gesehen und werdet ihr auch nicht sehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ladet euch jetzt unten in der Videobeschreibung dieses Skinpack runter. Dieses Skinpack ist der Inbegriff von Tolligkeit. Das solltet ihr unbedingt haben, Leute. Wie gesagt, das ist mein Dank von Crazen und von mir. Für euch ist das Ganze. Danke für 4000 Abonnenten. Ich kann nicht genug sagen, wie toll es ist, euch dabei zu wissen, damit, dass ich weiß, dass ihr alle da seid, Leute. Ich danke euch vom Herzen. Craze ist ein toller Dude. Er ist unten in der Videobeschreibung auf Twitter. Und wenn er YouTube-Kanal hat, dann auch auf den YouTube-Kanal. Checkt den auf jeden Fall ab, den süßen, cuten Boy. Diese Mühe, die er sich gegeben hat und die, die Ideen, die ich mit ihm ausgelabert hatte, toll umgesetzt. Ich danke ihm vom tiefsten Herzen. Auch danke an alle, die jetzt gerade mit mir im TS sitzen. All diese cuten Boys. Ich kann mich ja ganz kurz mal in den F1-Modus versetzen. Danke an Ninja Tony. Vanish Place, Skribber, der Craze nochmal, der Zaroxay. Nice auf jeden Fall, Mate. Und da hinten ist noch der liebe Jona und noch einige andere, die jetzt schon essen mussten und es nicht mehr geschafft haben. Danke, dass ihr mir geholfen habt, dieses Skinpack hier zu zeigen, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Ich danke euch einfach im Herzen, danke, dass ihr reinschaut und immer mal aktiv meine Videos guckt. Holt euch den Skin, wenn ihr Bock habt. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like da lässt oder ihr den Kanal neu abonniert habt, dann abonniert ihn doch auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao!